Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Ron. Es geht wieder rein in eine neue Woche. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben viel vor mit Ihnen, sprechen unter anderem über das Handwerk, über den Handball oder auch über diesen Datenklau, über dieses Datenleak im Internet. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil Sven Marcinkowski geht auch ein bisschen was vorbereitet. Gerade habe ich schon gedacht, bin ich eigentlich noch sinnlos hier oder ja, gehe ich einfach direkt? Nee, geht noch. Bitte. Okay. Die Handwerkskammer der Pfalz hat heute offiziell das Jahr 2019 eingeläutet beim Neujahrsempfang. Wir fragen uns, wie war denn das Jahr 2018 und was muss sich denn alles für 2019 ändern, damit auch das ein erfolgreiches Jahr wird. Außerdem, die Tafeln in der Region suchen händeringend nach ehrenamtlichen Mithelfern, vor allem von jüngeren Menschen. Warum das so schwierig ist und was man hier in Mannheim fordert, das sehen Sie gleich. Und wie sicher ist eigentlich Ihr Passwort? Wir haben das Ganze mal getestet hier in der Region und verteilen Tipps, wie man sich denn ein sicheres Passwort auch gut merken kann. Das und mehr jetzt bei Ron. Und wir starten mit dem guten deutschen Handwerk. Egal, ob das jetzt ein Schreiner ist, ein Maler oder ein Elektriker. Sie alle sind Handwerker und von denen gibt es sehr viele, gerade wenn wir uns die Zahlen anschauen von Rheinland-Pfalz. Insgesamt gibt es rund 18.000 Betriebe mit insgesamt 87.000 Mitarbeitern. Sie zusammen erwirtschaften einen Umsatz von etwa 8,8 Milliarden Euro. Und sie alle stehen unter dem Dachverband der Handwerkskammer. Die Handwerkskammer in der Pfalz hat jetzt heute zum traditionellen Neujahrsempfang geladen. Neben einem Ausblick für dieses Jahr hat die Präsidentin Brigitte Mannert auch 8 Ehrenamtsträgern die goldene und silberne Ehrennadel der Kammer verliehen. Das Handwerk habe maßgeblichen Anteil an den Rekordwerten der rheinland-pfälzischen Wirtschaft 2018. Genau das betonte die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Daniela Schmidt. Sie war für den kurzfristig erkrankten Wirtschaftsminister Dr. Wissing eingesprungen und meine Kollegin Friederike Kraus hat heute mit ihr gesprochen. Bei mir steht jetzt nun die rheinland-pfälzische Staatssekretärin für Wirtschaft, Daniela Schmidt. Frau Schmidt, geht es 2019 so gut weiter und was sind die Herausforderungen? Ja, das hoffen wir, dass 2019 so gut weitergeht, wie 2018 beendet wurde. Wir können stolz darauf sein, dass die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz sich so gut entwickelt hat. Wir haben hervorragende Kennzahlen beim Wirtschaftswachstum, bei der Zahl der Beschäftigten und was mich besonders freut, bei der Zahl der Ausbildungsverträge. Hier haben wir starke Steigerungsraten und dazu hat das Handwerk einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet. Das klingt sehr positiv, aber von 2009 bis 2017 hat sich ja die Zahl der offen gebliebenen Lehrstellen verdreifacht. Was muss die Politik da vielleicht auch noch mehr tun? Unser Ziel in der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist, stärker noch für die berufliche Bildung zu werben. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, um das Image der dualen Ausbildung zu erhöhen, um den jungen Leuten noch mal aufzuzeigen, welche Chancen es im Handwerk gibt, angefangen von der tollen Anstellung als Fachkraft im Betrieb bis hin zur Möglichkeit der Selbstständigkeit oder auch der Unternehmensnachfolge. Also viele Chancen, die es gibt und wir wollen das Handwerk mit all diesen Möglichkeiten noch stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Und das machen wir gemeinsam mit vielen Aktivitäten, auch gemeinsam mit den Handwerkskammern. Und deswegen sind so Veranstaltungen wie heute bei dem Neujahrsempfang auch wichtig, um immer wieder auch dafür zu werben, was das Handwerk ausmacht. Die Pfalz gehört ja nun zu den wirtschaftsstärkeren Regionen. Wo ist da dennoch Verbesserung nötig? Na, wir haben zentrale Herausforderungen. Wir haben eben über das Thema Fachkräftegewinnung gesprochen. Wir haben aber auch das Thema Digitalisierung als zentrale Herausforderungen. Und hier haben wir viele spannende einzelne Projekte, mit denen wir immer wieder aufzeigen, was es für Chancen gibt und wie wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Und daran arbeiten wir, dass das Handwerk gestärkt auch in die Zukunft weitergehen wird. Ja, und um das auch nochmal klar zu machen, das war der Neujahrsempfang der Handwerkskammer der Pfalz und die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, waren dann eben auch aus der Pfalz. So kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, nämlich zur ehrenamtlichen Tätigkeit, wie sie beispielsweise hier ausgeführt wird bei den Tafeln. Da gibt es ja auch einige bei uns hier in der Region. Konkret wollen wir uns jetzt die Tafeln in Mannheim anschauen. Die haben ein Problem und nicht nur eben in Mannheim. Da werden nämlich diese vielen zahlreichen und tatkräftigen Helfer dringend gesucht, gerade junge Nachwuchskräfte, junge Helfer werden da derzeit gebraucht. Lena Wollny und Natalia Höppner haben sich da mal umgeschaut.
Noch vor Ladenöffnung steht Dieter Reisberg vor der Mannheimer Tafel an. Es ist eiskalt an diesem Morgen. Dass er im Rentenalter einmal auf die Tafel angewiesen sein würde, damit hat er nicht gerechnet. Mit der Rente ist es halt knapp. Ich kriege noch Grundsicherung von Mannheim. Und ich sage offen und ehrlich, ich bin froh, dass es das gibt. Was hätten wir gemacht ohne Dörr? Ohne die Tafel hätten die rund 600 Menschen, die hier dreimal pro Woche einkaufen, kaum die Möglichkeit, frisches Obst und Gemüse zu essen. Hubert Mitsch arbeitet seit 6 Jahren dafür, dass dieser Standard beibehalten wird. Die Arbeit, die die Helfer hier verrichten, ist hart. Das Verladen der kiloschweren Kisten geht an die Substanz. Wichtig wäre es genau deswegen, dass mehr junge Leute sich für dieses Ehrenamt begeistern könnten. Doch es gibt viele Hürden. Die Tafel hat halt das Problem, dass die Dienstzeiten oder Öffnungszeiten von der Tafel nicht unbedingt für Berufstätige geeignet ist, um dann noch ehrenamtlich tätig zu werden. Und die Jugendlichen, die sind tagsüber in der Schule eingebunden, vielleicht dann noch im Sportverein. Und wir kriegen als Jugendliche im Rahmen von Sozialprojekten von der Schule, das sind dann mal 8, 14 Tage, aber die wenigsten bleiben dann bei uns hängen. Teilweise ist die Personallage so angespannt, dass die schwere körperliche Arbeit von viel zu wenig Helfern geleistet werden muss. Ja, also es kommen immer mehr Menschen, die hier einkaufen möchten. Und Helfer haben wir halt eigentlich viel zu wenig. Und es gab Tage, da sind wir nur 4 Stück hier. Eine sitzt an der Kasse, eine muss reinlassen und die anderen 2 müssen alle stemmen. Immerhin, in der Lebensmittelindustrie hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Die Zusammenarbeit zwischen den Supermärkten und den Tafeln hat sich laut Mitsch sehr verbessert. Wenn er sich jetzt was wünschen dürfte, gerade was den Nachwuchs anbetrifft, hat er klare Vorstellungen. Ich denke zurück an die Zeit, wo es den Zivildienst gegeben hat. Dann gibt es ja jetzt das freiwillig soziale Jahr. Aber das sind halt alles immer Sachen, wo die Leute, die das machen, sich überlegen, ob sie es wirtschaftlich können. Und insofern würde ich das nicht schlecht finden, wenn die Gesellschaft sagt, okay, man möchte, dass jeder Mensch ein Jahr sozial-karitativ tätig ist, um einfach der Gesellschaft Sachen zu ermöglichen, was so nicht finanzierbar wäre. Wie wichtig diese Einrichtungen sind, sieht man an Dieter Reisberg. Durch die Einsparungen, die er hier bekommt, bleiben immer noch ein paar Euro im Monat für andere wichtige Dinge übrig. Wenn das nicht gäbe, wir hätten den Wilden Westen. Auf Deutsch gesagt, ist so. Ne? Der Stärkere überlebt und der Schwächere guckt, wie du klarkommst. Ja, und Hubert Mitsch haben wir schon im Beitrag kennengelernt, ist jetzt zu uns gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben es schon gehört, also viel zu wenig Leute, die viel zu viel Arbeit eigentlich machen. Wie viele sind Sie konkret bei den Mannheimer Tafeln? Also wir sind so um die 65 Leute. Hört sich erstmal viel an? Hört sich viel an, aber wenn man überlegt, dass jeden Tag 25 gebraucht werden und wir teilweise 5 Tage die Woche geöffnet haben. An drei Standorten in Mannheim und dann sind es nicht viele Leute, wenn man dann bedenkt, dass manche noch auch Vereinsleben haben oder Familie und auch nicht jeden Tag zur Verfügung stehen. Und das ist dann schon ein Spagat, jeden Tag einen Dienstplan vollzukriegen. Ist das auch der Hauptgrund, warum so wenige oder immer weniger sich tatsächlich da bereit erklären, mitzuhelfen, dass es eben auch noch ein Privatleben gibt, Arbeit, Familie und so weiter? Ich denke, das ist mit einem Grund, ne? Vereinsleben, in der Familie, der Stress dann allgemein. Und ich denke, da werden die Leute froh sein, wenn sie zu Hause die Füße auf die Couch legen können und ein bisschen entspannen. Mhm. Das Leben ist halt irgendwie stressiger geworden, ist mein Eindruck. Oder ist auch der Job so anstrengend, so stressig? Also gerade bei Ihnen meine ich auch in der Tafel. Ja gut, Stress ist relativ, aber man muss halt körperlich arbeiten. Ne? Ich meine, so Gemüsekiste, wie auch immer, die haben 10, 15 Kilo und mir bewege so ungefähr pro Fahrzeug 1,5 Tonnen am Tag und das merkt man dann schon abends in den Gliedern. Was machen Sie, was können Sie auch machen, um doch mehr Leute zu mobilisieren und zu sagen, hey, für die gute Sache, helft uns? Also wir gehen in Schulen, versuchen da über Sozialprojekte, wenn Sozialwoche sind in der Schule, dass man da die Tafel den Kindern oder Schülern näher bringen, erklären, wie Tafel funktioniert und dass nicht jeder auf der Sonnenseite im Leben ist und dementsprechend sich ein Eis kaufen kann, wenn er es kaufen möchte, sagen wir so. Was bekommen Sie auch zurück wiederum von Ihren Kunden? Also ich nehme an, dass viele auch dankbar sind, dass sie eben dann für einen günstigen Preis bei Ihnen einkaufen können. Ich denke, die meisten Kunden sind froh, dass es uns gibt und durch ein Lächeln wird man als oft belohnt für und entschädigt für die Strapazen, wo man so hat. Jetzt sind wir noch am Anfang des Jahres 2019. Was würden Sie speziell für Ihre Tafeln in diesem Jahr wünschen? Ich wünsche mir, dass wir Personal bekommen, dass wir nicht mit dem Rücken an der Wand stehen und
dass wir Lebensmittel haben für unsere Kunden. Ja, das wünschen wir Ihnen auf jeden Fall auch. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch zugesehen und sagt, ach, da würde ich gerne mithelfen. Das würde ganz sicher Sie und auch uns freuen. Lassen wir uns überraschen. Gerne. Vielen Dank, Herr Mitchen. Alles Dankeschön. Gute für Sie. So, gleich gehen wir natürlich auch noch in den Sport und da geht es um richtig guten Handball, der hier in der Metropolregion gespielt wird. Aber vorher starten wir mit den Nachrichten des Tages und da geht es konkret, schauen wir uns auch mal an, um Kandel. Wenn Sie nämlich in den nächsten Tagen vorhaben, durch Kandel mit dem Auto durchzufahren, dann machen Sie sich auf einiges gefasst. Da wird nämlich hier, wir haben es Ihnen mal eingezeichnet, die B427 gerade hier in der Stadtmitte komplett gesperrt werden. Das dauert ungefähr 4 Monate, dieser erste Bauabschnitt. Das ist die Rheinstraße, die hier gesperrt wird. Und der ganze Prozess, der wird noch länger dauern. Die Sanierung dieser B427 dauert nämlich 2 Jahre. Also merken Sie sich das schon mal. Was sonst noch los war in der Ronn-Region, das weiß jetzt Stefanie Melö. Mehr Geld für Gemeinderäte. Vor den Kommunalwahlen im Mai haben viele Gemeinderäte im Südwesten mehr Geld für sich beschlossen, darunter auch Mannheim. Die Ehrenamtlichen bekommen hier nun 65 Euro pauschal mehr im Monat, also insgesamt 975 Euro. Laut einer dpa-Umfrage sind die Vergütungen in den Kommunen sehr unterschiedlich. In Stuttgart gibt es 1.500 Euro pauschal im Monat, in Mosbach lediglich 50 Euro. Stadtschreiberstipendium verliehen. Tania Witte ist die Gewinnerin des sogenannten Feuergriffels 2019. Im Rahmen des mit 9.000 Euro dotierten Preises kommt die Schriftstellerin für 3 Monate nach Mannheim und schreibt vor Ort an ihrem Buch. Was das Buch angeht, soll es um ein 15-jähriges Mädchen gehen, die aufgrund verschiedener Umstände, die viele Jugendliche kennen, ich denke einfach eine Grundüberforderung, in eine Starre verfällt, dann in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie landet und dort mit anderen Jugendlichen aus verschiedenen Kontexten sich rückbesinnt auf ihr Leben. Während der 3 Monate finden zudem viele Veranstaltungen mit Jugendlichen statt, die dem Buch einen regionalen Stempel aufdrücken sollen. Für Bildungsministerin Freudenlieb soll das Stipendium besonders die Lesegewohnheiten von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen. Der Preis wird alle 2 Jahre verliehen. Hochwasser in Heidelberg. Der Neckar hat heute das erste Mal in diesem Jahr die kritische Marke von 3,50 Meter überschritten. Die B37 ist deswegen seit heute Morgen komplett gesperrt. Autofahrer müssen über den Schlossbergtunnel bzw. die Neuenheimer Uferseite ausweichen. Auch Buslinien sind betroffen. Das Heidelberger Hochwasserbüro schätzt, dass die Sperrung noch bis morgen Nachmittag bestehen bleibt. Dann sollen die Pegel wieder sinken. So, wir kommen zum Sport und zu diesen Herrschaften hier. Es wurde nämlich beim BWT-Cup richtig guter Handball gespielt, das Ganze in Birkenau. Und da gab es für den ein oder anderen Spieler auch ein Rendezvous bzw. ein Treffen mit dem Ex-Verein. Wie das gelaufen ist und das gesamte Turnier, das erfahren Sie jetzt von Philipp Köhl. Am Ende war es eine klare Angelegenheit für den Drittligisten SG Leutershausen. Mit einem Kantersieg über die Rhein-Neckar-Löwen 2 sicherte sich die SGL den Turniersieg beim BWT-Cup in Birkenau. Es war ein sehr gutes Spiel von unserer Seite. Wir haben das 7 gegen 6 jetzt 40 Minuten also komplett durchgespielt. Das haben wir sehr gut gespielt mit ganz wenigen Fehlern. Haben die freien Bälle im Großteil dann auch verwandelt. Und dann kann man auch so mal ein Ergebnis spielen. Ja. Doch der Weg bis zum Endspiel war weit. In 2 Vierergruppen duellierten sich die insgesamt 5 Dritt-, 2 Baden- und mit dem TV Großwallstadt auch ein Zweitligist um die Finalteilnahme. Klar, dass es da auch zum ein oder anderen emotionalen Wiedersehen mit dem Ex-Verein kam. Für Leutershausens Trainer Frank Schmidt war beispielsweise das Aufeinandertreffen mit dem TSV Omizizia Viernheim, bei dem er zuvor 6 Jahre lang als Trainer fungierte, nicht ganz alltäglich. Ich würde lügen, wenn mir das Spiel jetzt gegen Viernheim in der Vorrunde, wenn das für mich kein besonderes Spiel gewesen ist. Wir haben das dann mit 8 gewonnen, standesgemäß. Und das war schön und dafür bedanke ich mich auch bei meiner Mannschaft. Grund zur Freude hatte gestern auch Michael Spatz. Der Birkenauer im Dienste des am Ende drittplatzierten TV Großwallstadt genoss es wieder in der Heimat zu sein. Auch wenn der favorisierte Zweitligist damit nicht zufrieden sein dürfte. Ja, es macht immer Spaß, wenn man wieder in der Heimat ist. War jetzt gestern auch einen Tag früher schon da. Und sind natürlich auch Mannschaften da. In Leutershausen habe ich ja auch gespielt. Da trifft man dann immer den einen oder anderen Bekannten. Und das ist dann eigentlich eine schöne Sache, wo man neben den Spielen auch so ein bisschen nochmal erzählen kann.
Auch Philipp Müller hat in der Vergangenheit schon bei Leutershausen gespielt. Der jetzige Nusslocher, der zusammen mit Jochen Gebhardt und Christian Zeitz dort momentan als Interimstrainer fungiert, führte seine Farben gestern auf den vierten Platz. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum er das anschließende Finalspiel seiner Ex-Kollegen sehr gelassen verfolgen konnte. Ja, ich bin relativ neutral, klar. Ich kenne noch ein paar Jungs, die sich hinter mir warm machen. Und ich treffe mich auch noch regelmäßig mit denen und freue mich auch immer, wenn die gewinnen oder so. Aber ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass sich hier heute niemand verletzt. Und es ist nicht wichtig, wer den Turniersieg einholt. Den Turniersieg nahmen die SG Leutershausen am Ende natürlich gerne entgegen. Trotzdem steht heute bereits schon wieder die Vorbereitung auf die restlichen Ligaspiele an. Ja, und was war sonst noch sportlich los an diesem Wochenende bei uns in der Metropolregion? Das weiß Maximilian Wendel. Erfolgreicher Test. Der SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Wintertest mit 4:1 gegen Türkspor Mannheim gewonnen. Die Tore für den Regionalligisten erzielten Maurice Hirsch, Dennis Franzin, Jesse Weisenfels und Yannick Sommer. Für den Landesligisten traf Rachmit Can Basch zum zwischenzeitlichen 1:2. Der erst am Donnerstag verpflichtete Miro Vavodic kam dabei zu seinem ersten Raseneinsatz im Waldhof-Trikot. Der zweite Test der siebenwöchigen Vorbereitung steht am Mittwoch bei der SG Eppelheim auf dem Programm. Einseitige Angelegenheit. Die Basketballerinnen der TSV Towers Speyer-Schifferstadt sind gegen die Baskets Heidelberg mit 54:95 untergegangen. Dadurch festigen die Heidelbergerinnen ihre Tabellenführung in der zweiten Basketball-Bundesliga. Trotzdem können die Pfälzerinnen der Niederlage etwas Positives abgewinnen. Das ist ganz gut, weil die spielen ganz anderen Basketball, die machen sehr viel Druck. Ja, macht an andere Teams nicht so und unsere Aufbauspielerinnen müssen einfach lernen, damit umzugehen. Wir haben sehr junge Aufbauspielerinnen mit Bianca, eine 16-jährige, Annika, 19. Und es war super Erfahrung für die. Die nächste Möglichkeit dazu besteht am Samstag bei der SG Weiterstadt. Heidelberg empfängt am selben Tag die Baskets aus Ludwigsburg. Radivojevic verlässt die Löwen. Der serbische Nationalspieler wechselt im Sommer vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar-Löwen zum ungarischen Spitzenklub PIK Szeged. Hinter Patrik Rötzky war Radivojevic nur die Nummer 2 auf der Rechtsaußenposition. Einen Ersatz hat der aktuell Tabellendritte noch nicht verpflichtet. Entwarnung gibt es hingegen bei Gudjon Valur Sigurdsson. Der Isländer ist aufgrund von Knieproblemen von der Nationalmannschaft abgereist. Eine längere Pause ist aber nicht zu befürchten. Sind meine Daten im Internet sicher? Ist mein Passwort sicher? Wie kann ich mich schützen? Fragen Sie sich vielleicht auch nach diesem Hackerangriff in der vergangenen Woche. Unser Thema gleich. Reklame. Immobilienvogel. Seit mehr als 25 Jahren in Mannheim und für die Region. Suchen Sie einen kompetenten Partner für den Verkauf Ihrer Immobilie? Bei mir ist Ihr Anliegen Chefsache. Gerne erstelle ich Ihnen einen kostenfreien Vermarktungsvorschlag. Ich freue mich auf Ihre Anfrage und das persönliche Gespräch. Alle Infos und Kontaktdaten finden Sie auf immobilienvogel.de. Willkommen zurück bei Ron. Wir alle sind ja gefühlt tagtäglich im Internet unterwegs und fragen uns gerade nach diesem großen Hackerangriff auf deutsche Politiker und Prominente. Wie sicher bin ich denn da? Wie sicher ist mein Passwort? Also es sollte vielleicht nicht unbedingt hier dieses Passwort sein. Wir haben mit einem Experten über Datensicherheit gesprochen und er kann uns den einen oder anderen nützlichen Tipp geben. Das ist Sabrina und sie hat ein sicheres Passwort. Zumindest glaubt sie das. Unser Sicherheitsexperte stellt das auf die Probe. Ist es dann komplex, das Passwort? Ja, also hat es dann kleinen Großbuchstaben, Sonderzeichen, hat es dann Zahlen? Es ist eine Kombination. Im besten Fall jetzt auch noch kein Wort, welches man in einem normalen, gewöhnlichen Wörterbuch finden würde. Also eine Wortkombination zum Beispiel. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, lassen wir das mal gelten. So wie Sabrina geht es wohl vielen. Klar, persönliche Daten haben im Passwort nichts zu suchen, aber auch zufällig ausgewählte Wörter sind leicht zu knacken. Der Angreifer muss nicht mal unbedingt Ihr Passwort kennen, aber wenn er dann ein Wörterbuch zu Hilfe nimmt und alle Wortkombinationen durchspielt maschinell, das geht ja binnen weniger Sekunden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Ihr schon relativ altes Passwort doch relativ schnell wieder geknackt werden kann. Und am besten nutzen Sie für verschiedene Accounts auch unterschiedliche Passwörter. Wird eins geknackt, weitet sich der Schaden zumindest nicht aus und Sie müssen nur ein neues Passwort vergeben. Auch folgenden Fehler machen viele von uns. Wann habt ihr das letzte Mal das Passwort geändert? Bei mir war die letzte Änderung vor 4 Jahren.
Am besten ändert man seine Passwörter allerdings alle 3 Monate. Zugegeben, das ist ganz schön viel Aufwand, den meisten zu viel. Ich finde, man verbringt eh schon viel zu viel Zeit am Handy, Computer und das Ganze immer aufzufrischen. Aber wenn das Passwort dann schon über Monate oder Jahre herhalten muss, dann sollte es wenigstens sicher sein. Und dafür gibt es einen simplen Trick. Man bildet einfach einen Satz und nimmt nur die Anfangsbuchstaben. Zum Beispiel, mein Auto steht seit Januar 2019 in der Garage. Das heißt, das Passwort würde ungefähr so aussehen. M, A, also großes M, großes A. Dann noch ein Sonderzeichen vorne und hinten. Fertig ist das perfekte Passwort. Sabrina ist überzeugt. Ich werde zu Hause gleich auch mal alles ändern, weil es ist schon erschreckend. Aber zum Glück gar nicht schwer umzusetzen. Mit diesen einfachen Tricks kann man sich dann immerhin etwas sicherer fühlen als bisher. Ja, der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel hat ganz genau eben hingehört. Erstmal guten Abend, Herr Löbel. Guten Abend. Ja, es waren viele Politiker betroffen, wurden gehackt, auch Sie. Hm? Welche Daten wurden von Ihnen veröffentlicht? Bei mir wurden veröffentlicht eine alte, inaktive E-Mail-Adresse von vor einigen Jahren und meine Handynummer, die eigentlich schon jeder vorher hatte, aber jetzt haben sie alle. Also haben auch welche schon direkt angerufen bei Ihnen, oder? Bislang keine unerwarteten Anrufe. Wie haben Sie grundsätzlich von diesem Datenleak erfahren? Ja, morgens durch die Medien beim Aufstehen und ich habe dann auch mal auf diesen Twitter-Account geschaut. Mhm. Und dann habe ich mich da selbst auch gefunden und meine Handynummer und meine alte E-Mail-Adresse von früher. War ein besonderes Gefühl. Das glaube ich und kein angenehmes. Ne? Auch, kein angenehmes. Was geht in dem Moment in einem vor? Also ist dann vor allem auch die Frage, wie kann ich mich zukünftig besser schützen im Internet? Im Moment rufen ja alle wieder nach mehr gesetzlichen Regelungen. Ich glaube, zunächst müssen sich alle selbst hinterfragen. Ich habe auch erstmal mit meinen Mitarbeitern hinterfragt, wo haben wir eigentlich welche Zugangsdaten wie abgespeichert und was sind meine ganz sensiblen Daten, die ich auch nicht digital irgendwo sehen will, sondern die man sich merken muss oder anders sichert. Also ich glaube, jeder sollte sich selbst hinterfragen, weil wir sind es, die die Daten auch irgendwo reingeben und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Daten noch irgendwo abrufbar sind. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, das die erste Konsequenz, dass man einfach weiß, digitale Welt, Kommunikation bedeutet auch, dass man selbst Daten freigibt und dann geht man auch die Gefahr ein, dass die Daten in Hände kommen, die man nicht will. Jetzt sind wir manche auch sehr unbedarft, ne, was das Internet angeht. Braucht es da auch gerade mehr Aufklärung, auch solche Tipps, wie wir gerade im Beitrag gesehen haben? Also ich glaube, jeder muss wissen, was es heißt, digitale Medien zu nutzen. Da gibt man was von sich preis und man sollte das schon hinterfragen. Ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir zwar in Deutschland große datenschutzrechtliche Regelungen haben, aber wir sind, was IT-Sicherheit angeht, jetzt nicht gerade Standort Nummer 1. Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Bundestag beispielsweise gehackt wurde. Das ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dass es einem 20-jährigen Hessen gelingt, alle IT-Spezialisten des Landes in das Licht zu führen, ist auch etwas Besonderes. Deswegen glaube ich, können wir da nachlegen. Aber es ist nicht nur der Staat und die Sicherheitsbehörden, die noch besser werden müssen, sondern es ist, glaube ich, auch jeder Bürger, der einfach wissen muss, dass es kein Kinderspiel ist. Wenn man Daten von sich im Internet veröffentlicht, dann passiert genau das, was beispielsweise mir passiert ist. Ja, wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten und hoffen, dass auch jeder seine Lehren daraus gezogen hat. Herr Löbel, vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Heimat ist für mich genau das, wo ich sprechen kann, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Da bin ich daheim. Die Rhön-Region ist Vielfalt. Du hast grüne Landschaft, du hast die Weinberge in der Pfalz. Heimat ist so ein bisschen wie Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Also man hat schon viel von der Welt gesehen, aber irgendwann stellt man doch fest, zu Hause ist es einfach am schönsten. Hm. Das ist Heimatgefühl, einfach zu wissen, ich komme nach Hause. Hurra! Rhön. Wir geben Heimat ein Gesicht. So, jetzt schauen wir auch mal, wie zu Hause das Wetter wird in den kommenden Tagen. Der Dienstag wird vor allem im Norden eine ziemlich trübe Angelegenheit, denn hier lassen dichte Wolken der Sonne von Anfang an kaum Platz. Abgesehen von einzelnen Schauern bleibt es aber trocken. Im Süden können wir zumindest auf kurze sonnige Abschnitte hoffen. Bei den Temperaturen tut sich nur wenig, sie liegen tagsüber meist zwischen 4 und 7 Grad. Die kommende Nacht wird teilweise frostig, also Vorsicht, es könnte glatt sein. In den nächsten Tagen geht es beim Wetter hin und her. Am Mittwoch bekommen wir vorübergehend mehr Sonne, darauf folgen am Donnerstag dichtere Wolken und Regen. Der Freitag verspricht dann wieder freundlicher und trockener zu werden. Das Ganze dann bei Temperaturen bis 5 Grad. 5 Grad, ja, das ist, glaube ich, Temperaturen, mit denen wir leben können. Naja, du vielleicht. Ja. Also, bei mir dürfte es ehrlich gesagt schon wieder aufwärts gehen. Es langt mir jetzt schon mit dem Winter irgendwie so ein bisschen. Deswegen hast du ein T-Shirt an. Oder? Ja, hab gedacht, zieh mich heute mal ein bisschen sommerlicher an.
Ist mir gelungen, würde ich sagen. Das ist okay. Ist auch warm bei uns hier drin. Ja. Gut, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall jetzt schon mal einen schönen Abend, wie auch immer Sie den verbringen wollen, werden. Und wir sprechen gleich. Und ich kriege gerade noch von unserem Chef, nicht von der bezaubernden Assistentin, von unserem Chef reingereicht, Halbzeitergebnis. Russland-Deutschland im Handball, 9:10 für uns. Also 10:9 für uns. 10:9, okay. Ja. Also das kann gerne so bleiben. Das wäre dann der dritte Sieg bei der WM. Drücken wir unseren Jungs die Daumen und sind morgen wieder da, 18 Uhr. Freuen uns, wenn Sie einschalten. Tschüss.